Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, als ich hier reinkam, hat mir die Kollegin Pfeiffer gesagt, also wenn ich abends doch nichts Besseres vorhätte, als hier im Parlament zu sein, dann sei das mein Problem, aber man möchte doch bitte Sie in Ruhe lassen, Sie würde doch lieber ein anderes Programm haben. Schauen Sie, Frau Pfeiffer, jetzt dieser Vortrag vom Sascha Raabe hat uns doch gezeigt, wie wichtig solche Vorträge sind und das sind doch wirklich ganz neue Informationen, die da kommen. Ich bin richtig begeistert von dir. Dieser Trick, ja, das können wir machen, wir können Bier trinken, der Trick mit diesem Argument hat sich erledigt aufgrund konkreten Regierungsverhaltens, den haben Sie, Herr Sascha Raabe, immer wieder angewendet und meistens hat er nicht gestimmt. Es ist jetzt natürlich schön, wenn Sie privat mit dem Herrn Minister gesprochen haben, dann freue ich mich darüber, aber ich möchte das gerne mal ganz hochoffiziell haben. Es ist auch nicht so, Herr Raabe, dass das aufgrund der Initiative der SPD zurückzuführen ist, sondern da haben vor allen Dingen die Grünen das aufgedeckt, dann haben die Linken nachgezogen und dann hat Professor Dr. Lammert die Initiative ergriffen und hat einmal versucht, hier das klarzustellen, was eigentlich in diesem Parlament los ist. Es ist richtig, und das hat die Kollegin Hensel gesagt, es ist unsere Aufgabe, die Rechte des Parlaments zu verteidigen. Und es kann nicht sein, dass die Regierung hier Präzedenzfälle schafft für einen Bereich, der höchst sensibel ist, der in der Öffentlichkeit immer mehr an Bedeutung gewinnt. Handelsverträge sind zentral und deswegen gehören die auch grundsätzlich im Parlament diskutiert. Und damit komme ich zu unserem zweiten Antrag. Ich habe auf zwei Weltkonferenzen in Nairobi und Addis im letzten Halbjahr mit vielen Diplomaten und Ministern aus vielen Ländern Afrikas gesprochen. Und sie haben mir erklärt, warum sie gegen die Handelsverträge sind. Und gleichzeitig haben sie mir auch erklärt, warum sie unterschreiben mussten. Es ist ganz einfach zu erklären, warum sie dann doch unterschrieben haben, obwohl sie dagegen sind. Es sind die Präferenzen, die man den Ländern gedroht hat, einfach wegzunehmen. Und also so gut kann der Vertrag nicht sein, denn wenn der Vertrag wirklich so gut ist und vor allen Dingen auch die Entwicklungsaspekte berücksichtigen würde, dann würden die Entwicklungsländer sagen, ja, genau, das ist das, was wir wollen, aber offensichtlich wollen sie das nicht. Aus diesen Verträgen, die 12 Jahre lang verhandelt worden sind, muss man sich mal fragen, warum muss man solche Verträge 12 Jahre verhandeln? Das ist ein klares Zeichen, man kommt nicht zu einem gemeinsamen Ziel. Und wir haben ja das Problem in der WTO auch. Wir haben die Doha-Runde auch 12 Jahre bisher verhandelt. Aber bereits nach 7 Jahren hat die westliche Gemeinschaft gesagt, die Verhandlungen sind am Ende. Aber mit den afrikanischen Staaten wollte man eben nicht zum Ende kommen. Man hat einfach gesehen, man ist am längeren Hebel und erzwingt die Unterschrift. Unsere Befürchtungen und Analysen wurden durch die Gespräche, die ich in Addis und in Nairobi führte, bestätigt. Erstens, die regionale Integration der Länder wird eher behindert denn befördert, indem die einzelnen Länder sich mehr und mehr auf den europäischen Wirtschaftsbereich konzentrieren. Aber eines der wichtigsten Ziele, die ja durch die Verhandlungen erreicht werden sollten, war ja eigentlich die regionale Wirtschaftsentwicklung. Zweitens, das Recht dieser Länder auf Exportsteuererhöhung wird stark beschnitten, Importzölle fallen vorwiegend weg und wir alle wissen, dass diese Länder genau diese Steuereinnahmen brauchen, um überhaupt existieren zu können. Kollege Raabe hat es erzählt, das Nachhaltigkeitskapitel fehlt noch und man kann nicht so tun, dass es eine Kleinigkeit ist und es ist auch niemand in der Lage, das nachzuverhandeln. Das müsste jetzt schon drinstehen. Die sind ja abgeschlossen, die Verträge. Der Beschwerdemechanismus fehlt, Menschenrechte werden nicht richtig beachtet und vor allen Dingen müssen sie ihre Märkte für europäischen
Produkte öffnen. Es gibt zwar Schutzmechanismen, aber wenn man sich die mal genauer anschaut, dann weiß man, dass die viel zu kompliziert sind und nicht anwendbar sind. Und gestern hat, ich bin gleich zu Ende, Frau Präsidentin, das Kabinett seine Zustimmung für die SADC-EPA-Verhandlungen gegeben. Die Abstimmung erfolgt aber erst Ende Mai in Brüssel. Und dort braucht es ein klares deutsches Nein. Denn diese Verträge halten nicht, was sie versprechen. Und die EPAs sind eher kontraproduktiv, was den Entwicklungs- Herr Kollege Kekeritz, ja, Sie müssen jetzt nicht gleich zum Schluss kommen, sondern jetzt. Sofort, jawohl. Aber sie sind kontraproduktiv. Und deswegen haben wir den Antrag eingereicht. Und ich hoffe, ihr unterschreibt. Vielen Dank. Als letzter Redner in der Debatte hat